Er scheint Waren tauschen zu wollen. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Er scheint Waren tauschen zu wollen. Wer für mich in die Ferne sühnen. Bei Zeiten. Was einst war, wird wieder sein. Der zweite Esel. Uns erwartet grenzenlose, unvorstellbare Macht. Gorm, Kjetvison. Das habe ich. Ich habe den Dieb weggesperrt. Und wenn ich zurückkehre, sorge ich... Das dauert nicht lange. Eivor, folg's mal! Ich habe das weite Meer für dich überquert, Gorm. Fühlst du dich geschmeichelt? Nur aus einem Grund, wie ich sehe. Nicht die Halle der 500 Türen. Dies ist nicht der Fels der Gefallenen. Wo sind die Frauen auf den geflügelten Pferden? Niemand, der die würdigsten Krieger kürt. Du, meine Erzfeindin. Dieses Niflheel, das kalte Nebelreich. Hierher kommen die treulosen Toten, um erneut zu sterben. Hier lösen sich Geister im Nebel auf, um vergessen zu werden. Deine Einmischung hat uns alle verdammt, du Arschkrähe. Mehr Lügen von einem geborenen Lügner. Sprich die Wahrheit. Was führt den Orden nach Vinland? Die Befreiung einer Göttin. Ein Wesen voller Macht und Licht. In fernen Zeiten von den Jötner begraben. Schade, Gorm. Du wirst sie nicht treffen.
Gorms Steinauge. Es summt und verbreitet ein seltsames Gefühl. Anderweltlich. Wonach grub Gorm? Etwas, das tief in dieser Höhle ist? Die Küste runter. Hier gibt es so viel zu erkunden. Olaf sollte wissen, dass sein Peiniger tot ist. Das schulde ich ihm. Aber hast du die Waffen des Kerlinger gesehen? Halt! Keine Spur. Komm zurück, du Feigling! Du musst dich nicht mehr verstecken, Olaf. Gorm ist tot. Gorm? Tot? Durch deine Hand? Er zahlte einen blutigen Preis für seine Ehrlosigkeit. Mehr sage ich nicht. Kehre zu deiner Schwester zurück. Oh, das werde ich. Doch zuerst geselle ich mich zu den Einheimischen ans Feuer. Ich höre gern ihre Geschichten, auch wenn ich nichts verstehe. Geschichten? Erzählen sie ihre eigenen Sagas? Ja, ja, sie erzählen Geschichten. Ja, komm, hör zu. Zokki, rarondude, wasagohrori, neyotzi zizu, waharu, hau, toyedene, zinue rodiskara gehte, junkquiro taguani. Dehni zarugi totni dagwe. Ja dehni ganare zi osumwaya. Danu akwegu gasumwa hunzi. Jot zi zizu. Jagode denegwa da wagu. Danu rarondo de. Jesutne irade. Zokki, osumogu, ja untke doda, ahirek, dogatka negre. Tudaya wasi, rarondo de, ja sagorege. Osumogu, ja eanda ne, ne yotzi zizu. Zi wa agoyanda haje, wa eanahadu, zi nahoda wa egweni. Niat dega derege,
ja ehowe, die ja eandatne, die de jutsu wagert us. Gott, Gottneraga, da go gerade du hast. Ich verstehe dich nicht. Du willst, dass ich eine Geschichte erzähle? Na gut, lass mich überlegen. Eine Geschichte von Verrat, von selbstsüchtiger Bosheit, von Göttern wie verzogene Kinder. Von all unseren vielen Göttern ist Odin der am meisten Verehrte. Er ist der Allvater, der Erhabene, der weise König. Trotz all seines Ruhms kann er auch der trügerischste seiner Art sein. Eigensüchtig, zurückgezogen, stur, sogar grausam. In lang vergangenen Tagen geschah es, dass Odins Sohn Balder plötzlich von seiner einzigen Schwäche getötet wurde. Der Mistel. Odin hielt den Tod seines Sohnes für einen Unfall und sandte eine Nachricht zur Jötunheel mit der Bitte, seinen lieben Sohn ins Leben zurückzulassen. Heel willigte ein, unter einer Bedingung. Jedes lebende Wesen in den neuen Welten musste eine Träne der Liebe für Balder vergießen. Sofort ließ Odin in jedem Winkel der Welt seine Bitte verlauten, dass alle für seinen geliebten Jungen weinen mögen. Und alle folgten, bis auf eine. Eine Jötun namens Tök weigerte sich, für Balder zu weinen. Soll Hel behalten, was sie erhielt, sagte Tök voll Bosheit. Und so war Balder für immer verloren. Er wurde mit einem Totenboot nach Midgard geschickt und dort zwischen Bäumen und Felsen begraben. Was Odin nicht wusste, Tök war niemand anderes als der verkleidete, listenreiche Loki. Ein Gott, den er Freund nannte. Schlimmer noch, Loki war es, der Balder durch einen Mistelzweig in den Tod geführt hatte. All diese Kniffe und Finden waren Lokis Geist entsprungen. Manche sagen, es lag an Lokis grausamer Natur. Andere hielten es für Rache für etwas, das Odin Loki und seinen Kindern angetan hatte. Und wieder andere glauben, dass all diese Taten, ob gütig oder grausam, vor langer Zeit in die Muster ihrer Leben gewoben wurden. Dass wir nicht die Verfasser unseres eigenen Schicksals sind, sondern nur seine Leser. Und dass wir... Oh. Dass wir uns gegen diese Sicht wehren sollten. Denn sie ist nicht willkommen. Angwagara du hast seine Art Nowara Raugara. Nene auch niot die Watadet Nowia ge. Gorm brachte diesen Stein zu einem seltsamen Zweck über die Walstraße. Ich weiß nicht wieso. Doch er scheint zu diesem Land zu gehören. Joskatz. Gua. Das nu sage. Wat nit da herde. Da gua weirde, go? Nimm du ihn und bewahre ihn. Eines Tages erfährst du vielleicht seinen Zweck. Danke. Euch allen. Für alles, was ihr getan habt. Aya, Watski. Yeti sotogungaha. Ayesa haharahta. Gatnaraga.
Kam. Kein Wort. Jora aus Jofor-Vik. Du hast deine Arbeit lange liegen lassen. Jora gibt es nicht länger. Mein Name ist Eivor, Dränger des Rabenclans. Und mein Zweck ist erfüllt. Zweck? Welcher Zweck denn? Garm ist tot! Der Troll ist tot! Olaf! Schwester, lass uns feiern! Garm Kjötfisson gibt es nicht mehr. Erschlagen von Eivor Rabenfreundin, Eivor Waldläuferin, Eivor Olafs Retterin. Was ist los? Ich hatte eine langwährende Blutfehde mit Gorm und seinem Clan. Nun kann sie ruhen. Oh, die Skalden werden von diesem Tag berichten, wie Eivor Gorm bis an den Rand der Welt jagte. Wie dem auch sei, Gorm ist tot. Ich würde euch empfehlen, diesen Ort zu verlassen. Hier gibt es nichts für uns. Ich widerspreche nicht. Gorm war wahnsinnig und wahrlich ein Troll. Aber er bezahlte uns in Silber und das war genug. Bruder, geht es dir gut? Ich befürchtete das Schlimmste. Mir geht es gut. Ja, ach so gut. Und vielleicht bleibe ich eine Weile bei den Freunden, die ich hier gefunden habe. Wie du wünschst, Bruder. Und du, Eivor, wohin wirst du gehen? Mit uns über das Meer oder zurück in die Wälder? Ich segle mit euch. Brechen wir auf. Pass auf dich auf, Olaf. In diesem Leben und dem nächsten. Leb wohl. Leb wohl. Weit windet sich die Walstraße vor mir. Grausam das Geschehen, das mich hergeführt. Mein Los mag meinen Leib an dieses Land binden, doch vorerst beschreite ich die See. Scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Du warst so lange weg. Warst du besorgt? Selbstverständlich. Solch eine lange Reise. Konntest du tun, was getan werden musste? Ja. Und ich brenne darauf, mich nun um die Dinge hier vor Ort zu kümmern. Gut. Es ist vollbracht. Gorm ist tot. Und der Kjötvisson-Clan aus dieser Welt getilgt. Gut. Ich würde gerne alles über deine Reise nach Vinland erfahren, wenn du die Zeit findest. Eines Tages.